Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und an meiner Seite der großartige Starkiller, der Gott der Atari 2600 Games. Deshalb lässt er auch spielen. Ja, du bist ein Let's Player. Genau. Boah, war der schlecht. Ja, das ist Subterranean von Imagic auf dem Atari 2600. Ich kannte dieses Game gefühlt auch noch nie so lange. Ich habe mir mal irgendwo vorgenommen, diese ganzen Imagic-Dinger ja auch mal durchzugehen. Und ihr werdet sehen, das ist wirklich richtig nice. So, wir fangen jetzt ganz easy an. Es hat so ein bisschen was von eine Mischung aus Defender, eine Mischung aus, ich sag mal, den üblichen Smaps. Also eigentlich macht man damit nichts falsch. Das Einzige, woran man sich tierisch gewöhnen muss, dass das Raumschiff ein Riesenömmes ist und eigentlich für diese Bildgeschichte hier viel zu klein ist. So, das war Stage 1. Das ist so eine Art Bossgegner. So, jetzt fängt eigentlich Subterranean erst an. Genau, jetzt geht es erst in den Untergrund hier. Genau, und wenn man nicht aufpasst, was eben das Problem ist, dass man eben so einen riesen Ömmes-Frachter hat hier, der eigentlich, ihr seht das, 5 Kilometer größer ist als die Gegner. Und dadurch natürlich eine Hitbox hat, da träumt davon. Kann das eigentlich relativ schnell passieren, dass man da kaputt geht. Und dass man auch, wie schon gesagt, dann daneben schießt. Und mit einer relativ sicheren Chance ist man dann auch platt. So, allerdings. Jetzt ist die Leiste abgearbeitet. Da müsst ihr aufpassen, die haben so ein Laserding. Und dann sind wir jetzt in Stage 3. Und ich glaube, alle 5 Stages ist, glaube ich, ein Boss. Oder beziehungsweise, ihr spielt 4 Stages und dann die 5. ist dann immer die neue Welt sozusagen. Deswegen gucke ich mal, dass wir hier mal euch so eine Art Playthrough generieren können. Deswegen, auch wenn das nicht so aussieht, ich versuche mich mal sinnvoll zu konzentrieren. Ich hasse das. Ich hasse diese das ist genau das, was mir einerseits eine Challenge ist, was mir aber auch andererseits vollkommen auf den Sender geht. Dass man so unglaublich wunderbar daneben zielt und da die ja, ich nehme es vorweg, in den nächsten Leveln sich noch mehr bewegen als das hier. Das ist natürlich noch spannender alles. Ja, ich merke, dass euer Ding einfach, Achtung, euer Ding, einfach zu groß ist. So, wo aber ist apropos zu großes Ding, was haben eigentlich die ganzen Totenköpfe da zu bedeuten? Das weiß ich nicht. Ob das irgendein Secret Tor ist. So, jetzt wird's schon bekloppter. Das passt. Richtiges auch. Timing einfach. Und da seht ihr, was ich meine? Jetzt schießt auf Commodore-Zeichen, sehr schön. Ja, weg mit dem Scheiß. Genau, schreibt jetzt in die Kommentare, Atari ST ist besser als Amiga. Das wird sich keiner trauen, glaube ich. Genau, ich weiß. Und ihr lacht da draußen gerade auch. So, jetzt haben wir, glaube ich, so ein... Ach nee, genau. Haben wir die Stage abgeräumt, jetzt kommt der erste Boss wieder. So, und ab jetzt fängt es eigentlich an, sich zu wiederholen. Und natürlich ist klar, mit dem größten Schwierigkeitsgrad. Na komm, nein! Boah. Na komm, schieß. Die mittlere Leiste, sag ich mal einfach, das ist die Gegnerleiste. Also sozusagen, wir haben hier tatsächlich beim Gegner auch mal eine Health Bar. Was ist ja natürlich damals absolut innovativ ist. Ja, genau, was es ja beim Atari eigentlich kaum gab. Oder bei sonstigen Spielen von 1983. Also es ist wirklich sogar ein richtig ein Game aus der üblichen Zeit, ne? Also... Ja, genau. Dafür war Imagic noch groß und hat ja einige gute Sachen rausgebracht für den kleinen Atari. Oh ja. Ich denke nur an Atlantis. Demon Attack. Ich dachte, du sagst jetzt so tolle... Freunde Teufelsvögel oder was? Ich dachte, du sagst jetzt hier so Quickstep und Laser Gates und sowas. Ich sag höchstens Dubstep, aber ist egal. Trickshot ist übrigens auch ganz nett. Nette Billard-Geschichte. Aber ich bin natürlich hier, was in Magic angeht, bin ich immer noch infiziert mit Cosmic Arc. Genau, das ist
Uah. So, haben wir. Schön. Ja, so, wo geht's denn hier wieder raus? Na, das war ja böse. Das war jetzt natürlich richtig heftig. Jetzt versuch dein Glück, ne? Was war das? Dann darf ich's nochmal machen. Ich dachte, das sei die Abkürzung. Scheiße, habe ich das Tor wahrscheinlich selber kaputt gemacht. Mhm. Na super. Ja, du hast jetzt das Tor 3 nicht genommen, du hast jetzt den Zonk genommen. Ja, und dann werde ich mit dem Zonk vielleicht nochmal mit dem Level bestraft und bin jetzt tot. Ah ne, einer bin ich noch. Ja, einen darfst du ja noch. Na, super ein geschossen. War das. Mhm. Super geschossen. Ja, das ist Subterranean 83 von Imagic. Das ist unsere PAL-Version übrigens für die Leute, die das immer wissen wollen, auf dem Atari 2000. Eigentlich etwas, was man haben muss. Ich glaube, was ich so gesehen habe, ich glaube, da seid ihr allerdings schon, glaube ich, beim 10er. Ich weiß nicht, ob das nicht so geläufig ist. Keine Ahnung. Es ist so wie Laser Gates. Das kriegt man auch nicht für irgendwas. Ich weiß nicht, warum. Aber, ja. Ist ein nettes Game. Kann man. Auf jeden Fall. Macht man nicht viel falsch. Ich danke dem großartigen Starkiller, dass er dabei war. Ich bin euer Mr. Werner 1974. Wenn ihr Spaß hattet, dann abonnieren, kommentieren, bewerten und wir gucken nach, ob das auch so passiert. Genau, wir kennen eure IP-Adressen. Und noch viel mehr. Genau. Und Kevin, du bist pervers. Und du bist allein zu Hause. Wenn ihn einer einmauert, habe ich da nichts gegen. Oh. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Panic Room. Ciao, ciao.